Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was ist Pragmatik? Ich möchte Ihnen diesmal kurz vorstellen, wie die linguistische Pragmatik von anderen Fächern oder Teildisziplinen abgrenzbar ist, damit es in den anderen Podcast-Folgen klarer wird, inwiefern darin Fragen der linguistischen Pragmatik behandelt werden. Gleichzeitig wird in weiteren Podcast-Folgen auch ergänzt und vertieft, was ich diesmal vorstelle. Die Pragmatik befasst sich mit dem Phänomen der Bedeutung. Wenn Sie schon die Podcast-Folge »Was ist Semantik?« gehört haben, erinnern Sie sich vielleicht, dass ich zur Semantik genau dasselbe gesagt habe. Die Semantik befasst sich mit dem Phänomen der Bedeutung. Sie vertreten aber ziemlich wahrscheinlich längst die Meinung, dass die Pragmatik nicht dasselbe ist wie die Semantik, obwohl sich beide mit dem Phänomen der Bedeutung befassen. Manche von Ihnen können diese Meinung vielleicht schon ganz gut begründen, andere nicht so gut, aber Sie vertreten sie trotzdem. Warum glauben Sie, dass Semantik und Pragmatik nicht dasselbe sind? Nehmen wir an, Sie glauben das, weil Sie im Vorlesungsverzeichnis die Vorlesung Semantik und Pragmatik gefunden haben, die Sie jetzt besuchen, wenn auch nur virtuell. Semantik und Pragmatik ist der Titel dieser Veranstaltung. Er bezeichnet etwas. Das heißt, der zusammengesetzte Ausdruck Semantik und Pragmatik hat eine Bedeutung. Sie werden den Titel so interpretiert haben, dass die Ausdrücke Semantik und Pragmatik sich auf zwei verschiedene Sachen beziehen. Sie werden nicht davon ausgegangen sein, dass sie sich jeweils auf denselben Gegenstandsbereich beziehen. Warum sind sie nicht davon ausgegangen? Semantisch spräche gar nichts dagegen, dass die Ausdrücke Semantik und Pragmatik dasselbe bezeichnen. Es wären einfach zwei Ausdrücke, die dasselbe bedeuten und dieselbe Referenz haben, so wie Apfelsine und Orange. Es läge viel mehr daran, wie der zusammengesetzte Ausdruck Semantik und Pragmatik hier verwendet wird. Die Konjunktion von zwei Ausdrücken mit derselben Bedeutung als Titel einer Vorlesung würde nicht dem entsprechen, was Sie erwartet haben. Und so kann man sagen, auch erwarten durften. Sie erwarten nämlich von Äußerungen, dass mit den Teilausdrücken und dem zusammengesetzten Ausdruck auch relevante Informationen ausgedrückt werden. Wenn die Ausdrücke Semantik und Pragmatik durch ein UND verbunden sind, aber dasselbe bedeuten und dieselbe Referenz haben, dann wird diese Erwartung verletzt. Zu Ihrer Erwartung wird auch beigetragen haben, dass zu Ihrem Weltwissen gehört, dass Semantik und Pragmatik zwei wissenschaftliche Termini sind und diese in der Regel so definiert werden, dass sie klar und deutlich von anderen Termini, das heißt auch voneinander, unterscheidbar sind. In der kleinen Ausführung zum Vorlesungstitel Semantik und Pragmatik sind jetzt einige Wörter gefallen. Auf der einen Seite, was Ausdrücke bedeuten. Das hieß hier, was mit ihnen gemeint ist, ihr begrifflicher Inhalt und worauf sie sich beziehen, ihre Referenz. Auf der anderen Seite sind Wörter gefallen wie Verwendung, wie Ausdrücke also in konkreten Situationen verwendet werden, wie Erwartung, was wir also von Äußerungen erwarten, wie Relevanz, wie also in Äußerungen Information verpackt wird und Ausdrücke wie Weltwissen, also was wir beim Verstehen von Äußerungen an Wissen schon mitbringen. Als erste grobe Abgrenzung kann man sagen, diese ganzen zuletzt genannten Ausdrücke, Verwendung, Erwartung, Relevanz, Weltwissen, die beziehen sich auf Aspekte der Bedeutung, die in den Blick geraten, wenn man nicht nur die sprachlichen Ausdrücke selbst betrachtet, sondern auch die Personen, die sie hervorbringen und interpretieren und die dabei bestimmte Wissensstände mitbringen und die mit der Kommunikation praktische Zwecke verfolgen. Damit beschäftigt sich die Pragmatik. Und wenn man von diesem breiten Beschäftigungsfeld die Beschäftigung nur mit den sprachlichen Ausdrücken und ihrem Bedeutungsinhalt und ihrer Referenz abzieht, dann bekommt man das Beschäftigungsfeld der Semantik. Im Folgenden möchte ich versuchen, das noch ein bisschen zu präzisieren.
Ich beginne mit einer historischen und geografischen Einordnung. Als inhaltlich abgrenzbare und institutionell installierte linguistische Teildisziplin ist die Pragmatik extrem jung. In diesem Sinne existiert sie nämlich erst seit ca. 1960. Da Semantik und Pragmatik unter wechselseitigem Bezug aufeinander definiert werden, müsste man eigentlich sagen, dass die Semantik das gleiche Alter hat. Ich würde allerdings sagen, dass man sich mit semantischen Fragen schon erheblich länger intensiv beschäftigt hat, ohne dass man sie so genannt hätte. Die philosophische Beschäftigung mit Sprache war von Anfang an stark von erkenntnistheoretischen Fragen geprägt. Das heißt, mit Fragen der Beziehung zwischen sprachlichen Ausdrücken, dem Denken und der Wirklichkeit. Anhand des semiotischen Dreiecks, in dem diese drei Elemente die drei Ecken besetzen, lassen sich nicht umsonst weite Teile der Geschichte der Sprachphilosophie erzählen. Davon zeugen auch die historischen Podcasts in dieser Vorlesung. Wesentlich jünger ist die Idee, dass sprachliche Ausdrücke selbst Wirklichkeit sind und Wirklichkeit machen. Sie machen Wirklichkeit, weil sie von Menschen handelnd hervorgebracht werden. Wenn man diese Idee weiterverfolgt, stellt man schnell fest, dass Sprechen nur eine Handlung unter allen anderen ist, die Menschen sonst noch so vollziehen, und dass Sprachhandlungen ebenso Wirklichkeit konstituieren können wie andere Arten von Handlungen. Wie mit dem Backen ein Gebäck geschaffen wird, wird mit dem Beleidigen eine beleidigte Person geschaffen. Dieser Gedanke wird systematisch erst seit relativ kurzer Zeit verfolgt. Vorläufer davon finden sich aber in der historischen Dialektik und Rhetorik. Während sich ganz grob gesprochen also schon die alten semantischen Fragen darum drehen, wie Sprache Wirklichkeit und Denken abbildet, repräsentiert, beschäftigen sich die pragmatischen Fragen eher mit dem Problem, wie Sprache Wirklichkeit konstituiert, statt sie bloß zu repräsentieren. Es gibt nun zwei große Strömungen der Pragmatik, deren Differenzen bis in die grundlegendsten philosophischen Fragen hineinreichen. Ich kann diese Differenz hier nur andeuten. Es gibt vor allem eine europäische pragmatische Strömung, die, Zitat, das Verständnis der Sprache als Handlungszusammenhang und damit eine linguistische und kommunikative Pragmatik methodisch an den Anfang stellt, um auf dieser Basis dann die semantischen und syntaktischen Kategorien als pragmatisch fundierte Unterscheidungen zu begreifen. Zitat Ende. Anders gesagt, alle sprachlichen Erscheinungen, darunter grammatische Kategorien, Bedeutung und Referenz, werden unter dem Vorzeichen betrachtet, dass sie Aspekte oder Teile von Sprachhandlungen sind. Daraus folgt, dass syntaktische und semantische Beschreibungen auch selbst Sprachhandlungen sind. Die zweite große Strömung ist angloamerikanisch geprägt. In dieser Strömung, Zitat, bildet die Pragmatik mit der Semantik und der Syntax eine Trias, deren Verständnis durch die Sprachphilosophie und Logik des logischen Empirismus, vor allem Charles Morris und Rudolf Carnap, bestimmt worden ist. Während die Syntax sich dabei mit den rein figurativ-formalen Regeln des Aufbaus korrekt gebildeter Ausdrücke befasst, die Semantik Möglichkeiten behandelt, diesen Ausdrücken methodisch nachträglich Bedeutungen zuzuordnen, wird der Pragmatik hier im Allgemeinen die Aufgabe zugewiesen, Abhängigkeiten der Bedeutungsfunktionen von den Verwendungssituationen der sprachlichen Ausdrücke zu untersuchen. In dieser Tradition wird also systematisch von der Syntax über die Semantik zur Pragmatik fortgeschritten, das heißt, die Pragmatik wird am Ende lediglich adjungiert. Zitat Ende. Und hierbei geht man also mindestens implizit davon aus, dass sich syntaktische und semantische Kategorien unabhängig davon bestimmen lassen, dass sie Teile oder Aspekte menschlicher Handlungen sind und dass dieser Aspekt unabhängig von ihnen untersucht werden kann. Zu meinem persönlichen Bedauern ist die zuletzt genannte pragmatische Strömung in der Teildisziplin Pragmatik beinahe unangefochten. Wer mehr wissen möchte, kann sich an dem eben zitierten Artikel Pragmatik in der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie informieren,
die von Jürgen Mittelstraß herausgegeben wurde. Ich werde jetzt daran gehen, den Gegenstandsbereich der Pragmatik zu charakterisieren und dies in einige kurze Thesen packen. Nach Charles Sanders Peirce unterscheidet man unter anderem die Zeichentypen Symbol, Ikon und Index. Symbole sind Zeichenträger, die in einer willkürlichen und konventionellen Beziehung zu ihrem Bezeichneten stehen. Bei Pferd, Horse und Equus lässt nichts von der Laut- oder Schriftgestalt auf die Bedeutung schließen. Man muss die Bedeutung auswendig lernen und die Assoziation besteht nur Kraft einer gesellschaftlichen Konvention. Beim Ikon besteht in mindestens einer Hinsicht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichenträger und Bezeichnetem, wie beispielsweise zwischen einem Porträt und dem Porträtierten. Ikone sind in der Sprache die Ausnahme und sie funktionieren immer auf dem Hintergrund der Symbolizität der Sprache. Kikeriki macht nur im Deutschen der Hahn, im Englischen klingt er mit Cock-a-doodle-doo schon viel englischer. Indexe sind Anzeichen für etwas anderes. Rauch ist ein Anzeichen für Feuer. Und zwischen dem Index und dem, wofür es ein Anzeichen ist, konstruieren wir eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Sprachliche Indexe sind beispielsweise deiktische Ausdrücke. Deiktische Ausdrücke sind solche, die Kenntnis des Äußerungskontexts erfordern, damit man versteht, worauf sie sich beziehen. Wenn man verstehen möchte, worauf sich die Ausdrücke im Satz »Ich war gestern noch da oben« beziehen, muss man die Äußerungssituation kennen. Dann wird man wissen, wer da »Ich« sagt, man wird den Zeitpunkt kennen, relativ zu dem »war« und »gestern« gesagt wird, und man wird den Ort kennen, auf den mit »da oben« Bezug genommen wird. Und je nachdem, in welcher Situation das geäußert wird, wird mit diesen Ausdrücken auf ganz anderes Bezug genommen. Auf ganz Verschiedenes. Es gibt auch andere Arten von Indexen. Beispielsweise können Stimmmerkmale Indexe für Alter, für Geschlecht oder für Krankheit sein. Ein Akzent kann ein Index für die geografische oder soziale Herkunft sein. Die Verwendung eines Ausdrucks kann ein Index für die politische Einstellung sein. Denken Sie an das N-Wort. Indexe, die konventionellen Niederschlag in der grammatischen Struktur einer Sprache finden, fallen auf jeden Fall in den Bereich der Pragmatik. Das gilt für die deiktischen Ausdrücke, das gilt aber eher nicht mehr für die eher natürlichen Indexe der Stimme, des Akzents und der ideologischen Konnotationen von lexikalischen Ausdrücken. Bei diesen ist es umstritten, ob sie in den Gegenstandsbereich der Pragmatik fallen. Sie werden zwar auch linguistisch untersucht, aber viele PragmatikerInnen würden sie der Soziolinguistik, der Variationslinguistik oder beispielsweise der Diskurslinguistik zuschlagen. Die Pragmatik hat es mit der Ausdrucks- und der Appellfunktion der Sprache zu tun. Etwas ganz Ähnliches wie zu den Indexen kann man hierzu sagen. Nach dem Zeichenmodell von Karl Bühler kann man am sprachlichen Zeichen drei Aspekte unterscheiden. Seine symbolische, darstellende Leistung, seine symptomatische, ausdrückende Leistung und seine signalisierende, appellative Leistung. Es regnet würde in einer konkreten Äußerungssituation zum Beispiel symbolisch den Sachverhalt darstellen, dass es regnet, zugleich Symptom dafür sein, dass die sprechende Person wahrgenommen hat, dass es regnet. Vielleicht wäre sogar die stimmliche Färbung dabei Symptom der Resignation, die die Person dabei empfindet. Und es könnte ein Signal und ein Appell für die angesprochene Person sein, die Aufmerksamkeit ebenfalls auf diesen Sachverhalt zu lenken oder die sprechende Person zu trösten. Das Zeichen als Symptom in seiner Ausdrucksfunktion und das Zeichen als Signal in seiner Appellfunktion kann man dem Gegenstandsbereich der Pragmatik zuordnen. Die Darstellungsfunktion wäre der Semantik vorbehalten. Auch hier gilt, dass viele PragmatikerInnen nicht alle Bühlerschen Symptome und Signale der Pragmatik zuteilen würden, sondern nur manche, nämlich die konventionellen. Dazu wären wahrscheinlich die Illokutionen in der Sprechakttheorie zu zählen. Die Pragmatik hat es mit der Äußerungsbedeutung zu tun.
Man unterscheidet in der Linguistik Sätze von Äußerungen. Von Sätzen wird gesprochen, wenn man eine abstrakte, virtuelle sprachliche Einheit meint, zum Beispiel den Satz »Ich war gestern da oben«, ohne dass man sich diesen Satz als von jemandem in einer bestimmten Situation geäußert vorstellt. Eine Äußerung ist dagegen ein konkretes Vorkommnis dieses Satzes in einer echten Äußerungssituation. Von einem Satz kann man eine Ausdrucksbedeutung angeben. Das wäre hier: Eine Person in der Sprechrolle war einen Tag vor dem Sprechzeitpunkt an einem relativ zu ihr erhöhten und von ihr aus wahrnehmbaren Ort. Von einer Äußerung kann man eine Äußerungsbedeutung angeben. Reinhold Messner war am 11. August 1978 oben auf dem Nanga Parbat. Wenn Reinhold Messner am 12. August 1978 von weiter unten mit einer Zeigegeste auf den Gipfel zeigt und sagt, ich war gestern da oben, ist die Ausdrucksbedeutung immer noch die eben genannte, aber die Äußerungsbedeutung ist jetzt, dass Reinhold Messner am 11. August oben auf dem Nanga Parbat war. Zum Gegenstandsbereich der Pragmatik gehört auch das, was hier die Differenz zwischen der Ausdrucksbedeutung und der Äußerungsbedeutung ausmacht. Die Pragmatik hat es mit der SprecherInnenbedeutung zu tun. Sie haben jetzt schon von Peirce'schen Indexen, Bühler'schen Symptomen und Signalen sowie von Äußerungsbedeutungen als Gegenständen der linguistischen Pragmatik gehört. Dazu hatte ich gesagt, dass viele PragmatikerInnen nicht alle Indexe, nicht alle Symptome und Appelle der Pragmatik zurechnen. Warum nicht? Weil sie die Bedeutungsaspekte, die nicht absichtlich kommuniziert werden, von der Semantik und Pragmatik ausschließen möchten. Vieles von dem, was wir paraverbal ausdrücken, ist unbeabsichtigt. Paraverbal heißt, dass wir, indem wir sprechen, neben dem konventionell Ausgesagten mit dem Sprachsignal auch noch weiteres vermitteln. Eben Indexe wie Alter, Geschlecht, Laune, Krankheit. Paul Grice hat zwischen natürlicher Bedeutung und nicht natürlicher Bedeutung unterschieden, und mit nicht natürlicher Bedeutung hat er das gemeint, was eine sprechende Person mit einer Äußerung kommunizieren möchte, und dies von der Bedeutung unterschieden, die indexikalisch ist und mitvermittelt wird, aber unabsichtlich, ebenso wie Alter, Geschlecht, Laune, Krankheit. Die vielen PragmatikerInnen, denen die Peirce'schen Indexe und die Bühler'schen Symptome und Signale zu breit für die Semantik ist, zu breit für den Gegenstandsbereich der Semantik, die schränken die pragmatische Bedeutung so ein, dass damit nur erfasst wird, was SprecherInnen absichtlich kommunizieren, also die Grice'sche nicht-natürliche Bedeutung. Man spricht dabei auch von SprecherInnenbedeutung. Es ist nicht ganz klar, wie viele Bühler'sche Symptome und Signale und Peirce'sche Indexe dann noch zur Pragmatik gehören. Dafür müsste man die ganzen Themenbereiche der Pragmatik anschauen und für sie klären, wie sie mit Bühler und Peirce zu fassen sind. Diese Themenbereiche sind aber das Thema weiterer Podcasts. Die Message ist hier, dass die Pragmatik im engeren Sinne von vielen PragmatikerInnen so gefasst wird, dass sie nur die SprecherInnen-Bedeutung umfasst, also die nicht-natürliche Bedeutung im Sinne von Paul Grice. Die Pragmatik hat es mit kontextabhängiger Bedeutung zu tun. Damit sind wir bei der letzten Charakterisierung und derjenigen, die von den meisten PragmatikerInnen vertreten wird. Sie entspricht der erwähnten angloamerikanischen Strömung, die die Pragmatik an die vorher unabhängig begründeten Syntax und Semantik noch dranhängen. Die Pragmatik ist dann die Resterampe an Bedeutung, die übrig bleibt, wenn man die Semantik bereits als wahrheitsfunktionale Semantik etabliert hat, die es mit der konventionellen, kontextunabhängigen Ausdrucksbedeutung zu tun hat und mit den Aspekten der Äußerungsbedeutung, die relevant für die Wahrheitsbedingungen von Sätzen sind. Übrig bleiben dann für die Pragmatik die Bedeutungsaspekte, die durch einen konkreten Äußerungskontext der konventionellen Ausdrucksbedeutung durch Schlussfolgerungen und sozusagen konversationell noch hinzugefügt werden.
Im Falle von es regnet wäre das dann beispielsweise die Bedeutungskomponente, dass die sprechende Person damit die adressierte Person bitten möchte, ihre Aufmerksamkeit auf den Regen zu richten oder sie zu trösten oder das Fenster zu schließen, damit es nicht reinregnet. Diese sogenannte illokutionäre Information gehört nicht zur Ausdrucksbedeutung von es regnet, nicht zur konventionellen Bedeutung des Satzes und nicht zur kontextunabhängigen Bedeutung des Satzes. Sie ist möglicherweise, und darüber kann man diskutieren, indexikalische Information, Symptom oder Signal. Auf jeden Fall stellt sie aber SprecherInnenbedeutung dar, weil die Aufforderung, den Regen zu beachten, die Aufforderung, den Sprecher oder die Sprecherin zu trösten oder das Fenster zu schließen, die Bedeutungskomponente ist, die die sprechende Person mit »Es regnet« zu kommunizieren beabsichtigt. Und es handelt sich dabei um die Äußerungsbedeutung. In anderen Situationen könnte sich die Äußerung oder könnte die Äußerung auch eine andere Äußerungsbedeutung haben, wenn sie eben nicht mit der Absicht geäußert wird, dass jemand etwas beachten soll, dass jemand einen trösten soll, dass jemand das Fenster schließen soll. Und genau deswegen ist es auch keine konventionelle Bedeutung, sondern eine konversationelle, die sich erst in der konkreten Konversation ergibt. Und genau damit ist es dann auch eine kontextabhängige Bedeutung. Genau das meinen die meisten PragmatikerInnen heute, wenn sie vom Gegenstandsbereich der Pragmatik sprechen. Die kontextabhängige Äußerungsbedeutung und SprecherInnenbedeutung, die konversationell erschlossen wird. Das war's wieder mal. Es gibt noch andere Podcast-Folgen, die den Fragen gewidmet sind, was Semantik ist und was der Unterschied zwischen Semantik und Pragmatik ist. Und in nochmal anderen Podcasts werden dann konkrete Themengebiete der Semantik und Pragmatik behandelt, wie Ambiguität, Sprechakte, Präsuppositionen und Implikaturen. Für dieses Mal sage ich aber erstmal Danke und Tschüss.